Mein Name ist Petra Giesberg, ich bin freischaffende Künstlerin. In Köln geboren, wohne ich seit 25 Jahren im Bergischen Land, im Außenbereich von Wermelskirchen. Seit mehreren Jahren modelliere ich aus dem Werkstoff Wachs kleine, ca. 14 cm große Skulpturen, die im Wachsausschmelzverfahren in Bronze gegossen werden. Diese Kleinbronzen sind aufgrund der gleichen Größen und Proportionen kombinierbar. Sie lassen sich zu Gruppen arrangieren. Zu jeder Kleinbronze gehört ein weißer Würfel, der auch an die Wand gehängt werden kann, auf dem die Kleinbronzen stehen oder sitzen. Es gibt Einzelmotive, Paarmotive und auch Vater oder Mutter mit Kind. Mich fasziniert am meisten bei meinem Schaffen, wie ich meinen Figuren durch die Körperhaltung bestimmte Ausdrucksformen geben kann, die bei dem Betrachter Gefühle hervorrufen und deren Aussage er auf emotionaler Ebene versteht. Meine kleinen Bronzen sind auf meiner Webseite im Internet zu sehen. Bei dem Thema der Mensch und die Krise beschäftigt mich, wie die Pandemie sich zwischenmenschlich auswirkt. Die Pandemie nötigt uns, entgegen unserem Naturell, zu einer körperlichen Distanz zu unseren Mitmenschen. Jegliche Nähe verliert sich, im schlimmsten Fall tritt eine Vereinsamung ein. Die Pandemie lässt uns bisher Selbstverständliches vermissen. Und damit zeigt sie uns, was wirklich zählt im Leben. Sie zeigt uns, wie sehr wir alle, jeder auf seine Art, betroffen sind und wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu stützen, füreinander da zu sein, uns geistige Nähe, Zuneigung und Interesse zu zeigen, immer ein offenes Ohr zu haben und Verantwortung füreinander zu übernehmen. Dieser Situation, nämlich der traurigen Einsamen, aber auch der Überbrückung dieser Situation, möchte ich mit meiner Komposition zweier Skulpturen Ausdruck geben. Die beiden sind getrennt durch die Plexiglasscheibe, symbolisch für die Angst vor der Ansteckung. Jeder ist für sich allein, aber dennoch nehmen sie Kontakt zueinander auf. Sie reichen sich die Hände, sie zeigen sich Verbundenheit, Nähe, Zuneigung. Es scheint ein Kraftfluss zu entstehen durch die Arme des Stehenden, des Gebenden, in die Arme des Knienden, des Bedürftigen. So könnte es sein, so sollte es sein. Und nicht nur in der Pandemie, sondern in jeder persönlichen oder globalen Krise. Und wenn wir erst einmal gemerkt haben, wie stark wir sind, wenn wir zusammenhalten, könnte dies einen beständigen Wertewandel einleiten, weg vom egoistischen Kleindenken hin zu einer gesellschaftlichen Solidarität.